Viele offene Fragen gibt es weiterhin, was den Wiener Energieskandal betrifft. Nun sollte es eine Untersuchungskommission geben. Die Wiener Volksperson, die hat nun ihr Team dazu vorgestellt. Anwesend bei der Pressekonferenz, da waren unter anderem der Wiener ÖVP-Chef Karl Marer, aber es war auch der Clubobmann der Wiener ÖVP dabei, und zwar Markus Wölbitsch. Der wird ebenso auch direkt der Vorsitzende der Fraktion sein, die sich dann eben mit dem Untersuchungsausschuss bzw. der Untersuchungskommission beschäftigt. Außerdem wird er unterstützt von drei weiteren erfahrenen Stadtpolitikern, die die dringenden Fragen beantworten zu versuchen. Die dringenden Fragen, das sind natürlich unter anderem, wie Michael Ludwig diese Notkompetenz genutzt hat, dass er im Sommer zweimal je 700.000 Euro mit einer einzigen Unterschrift für Wien Energie dann auch wirklich bereit machen konnte. Die große Frage, nicht gibt es diese Notkompetenz, sondern wurde sie ordnungsgemäß auch genutzt, da die anderen Gremien nichts davon erfahren haben. Außerdem geht es um Eigentümerfragen bei der Wien Energie und wie es konkret sein konnte, dass so viel spekuliert wurde bzw. auch verspekuliert wurde, dass das Fünffache des gesamten Jahresbudgets des Bundeslands Vorarlberg nun tatsächlich auch in Schulden sind. Beinahe 10 Milliarden Euro kostet es den Steuerzahler dieser ganze Skandal, Vorarlberg eben mit einem Jahresbudget von rund 2 Milliarden Euro. Diese dringenden und auch sehr brennenden Fragen, die sollten also in den nächsten Monaten beantwortet werden. Bis zu einem Jahr kann es dauern und es ist auch gut möglich, dass diese Zeit ausgereizt wird. Die großen Fragen, die stehen also nun an der Tagesordnung. Wie konnte es dazu kommen? Und besonders auch hat Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig tatsächlich rechtskonform und ordnungsgemäß gehandelt. Wir haben als Fraktionsvorsitzenden unseren Clubobmann Markus Wölbitsch, dann den Gemeinderatsvorsitzenden Manfred Juratzka, unsere Caroline Hungerländer und Hannes Taborski. Das sind ganz ausgewiesene Stadtpolitiker, die kraftvoll untersuchen werden, die auch in einer seriösen, konstruktiven und kompetenten Form die richtigen Fragen stellen, damit wir zu einem Ergebnis kommen. Denn wir wollen lernen, was ist schiefgelaufen, was muss in Zukunft besser laufen und welche Konsequenzen braucht es aus diesem Fall. Und welche Punkte sollten besonders im Fokus stehen bei dieser Untersuchungskommission? Also es handelt sich zweifellos um einen SPÖ-Finanzskandal, ausgelöst durch die Vorgänge in der Wien Energie. Und uns ist ganz besonders wichtig zu untersuchen, wie war denn das Risikomanagement in der Wien Energie aufgestellt? Warum hat man nicht reagiert auf die internationalen Entwicklungen am Energiepreismarkt? Was wusste zu welchem Zeitpunkt die Politik? Denn schließlich ist ja die Stadtregierung auch gleichzeitig der 100% Eigentümer der Wiener Energie. Also welche politische Verantwortung wurde hier wahrgenommen? Und letztlich, was für uns ein ganz wesentlicher Punkt ist, warum hat Bürgermeister Dr. Michael Ludwig die Notkompetenz zweimal gezogen und hat insgesamt 1,4 Milliarden Euro im Alleingang an Sicherheiten freigegeben? Warum hat er das getan, obwohl er den Gemeinderat, den zuständigen Ausschuss und den Stadtsenat hätte einbinden können? Hier ist aus unserer Sicht die Stadtverfassung verletzt worden und das gehört aufgeklärt. Geht es konkret darum, auch zu kritisieren oder herauszufinden, ob seine Notkompetenz Sinn macht, oder geht es ausschließlich darum, herauszufinden, ob sie missbraucht wurde in diesem Fall? Also uns geht es vor allem darum, festzustellen, in welcher Form wurde mit dem Steuergeld der Menschen in diesem Risiko umgegangen. Es geht hier um ein Risiko zwischen 6 und 10 Milliarden Euro. Das ist das Dreifache des Jahresumsatzes der Wien Energie. Es geht um ein Risiko, wo de facto jeder Steuerzahler, jede Steuerzahlerin in Wien mit ungefähr 1400 Euro selbst in der Haftung steht. Und wenn man schon so ein Risiko eingeht und das gehört hinterfragt, dann muss man jedenfalls die zuständigen Organe einbinden. Und das wurde durch Bürgermeister Dr. Michael Ludwig nicht getan. Es geht also darum, herauszufinden, was waren die Beweggründe, warum hat er die Gremien nicht eingebunden, warum hat er sie nachträglich nicht unverzüglich informiert, was waren die Gründe und, wenn wir das wissen, welche Konsequenzen leiten wir daraus ab. Wie sieht die Zusammenarbeit mit den anderen Oppositionsparteien aus diesbezüglich und in welcher Rolle sehen Sie die NEOS? Also ich bin als Chef der größten Oppositionspartei, der Wiener Volkspartei, unmittelbar nach dem Auffliegen dieses Skandals auf alle Parteien zugegangen, auf alle Oppositionsparteien und habe mit ihnen sehr intensive Gespräche geführt, gemeinsam mit unserem Clubobmann. Und das Ergebnis war relativ schnell klar, dass wir an einem Strang ziehen und die gesamte Opposition hier diese Untersuchung sehr intensiv aufnehmen wird. Die Rolle der NEOS ist mir noch nicht ganz klar, denn die NEOS stehen ja für Transparenz.
Transparenz. Christoph Wiederkehr ist ja auch Stadtrat in seinem Bereich, ist ja auch die Transparenz beheimatet. Also es wird die Nagelprobe sein für die NEOS, ob sie die Vorgänge, die in der SPÖ ja geboren worden sind und in der Wiener Energie, ob sie diese Vorgänge weiter verteidigt oder ob sie mit der Opposition gemeinsam an der Aufklärung arbeitet. Das wird die Nagelprobe für die NEOS sein. Letzte Frage noch, auch welche Rolle warten Sie denn bei der SPÖ, beziehungsweise kann man auf eine Zusammenarbeit hoffen? Also ich glaube, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig wäre gut beraten, wenn er das in die Tat umsetzt, was er ja ganz am Anfang, nachdem er zwei Tage nichts gesagt hat, dann gesagt hat. Er hat damals gesagt, er wird alles tun, um diesen Sachverhalt aufzuklären. Ich appelliere an Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, das auch tatsächlich zu tun, denn die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben ein Recht darauf zu wissen, wie mit ihrem Geld umgegangen worden ist. Na, auf der einen Seite geht es hier um ein Risiko, das die Stadt und auch der Bürgermeister und der Finanzstadtrat eingegangen ist, das ein Vielfaches des Jahresumsatzes der Wiener Energie ausmacht. Und die Menschen fragen sich, wie kann es sein, dass man über Nacht auf einmal mehrere Milliarden an Kreditzusagen braucht, damit ein Unternehmen im Besitz der Stadt nicht insolvent wird. Und sie fragen sich auch, wie darf oder warum darf ein Bürgermeister 1,4 Milliarden Euro einfach mit einer Unterschrift vergeben, ohne die Gremien, ohne die gewählten Vertreterinnen und Vertreter damit befassen zu müssen. Welche Fragen sollen denn noch konkret beantwortet werden oder waren das schon die Hauptfragen? Die wichtigsten Fragen sind natürlich, hat der Herr Bürgermeister diese sogenannte Notkompetenz zurechtgezogen, also hat er zu Recht von einem Mittel Gebrauch gemacht, das eigentlich dafür gedacht ist, wenn es Notfälle gibt, wenn der Herr Bürgermeister innerhalb weniger Stunden Geld vergeben muss oder man dringend Geld braucht, dass er das auch mit seiner eigenen Unterschrift machen kann. Wir vermuten aber nicht, dass es ein Notfall war, sondern dass der Herr Bürgermeister sehr wohl Bescheid wusste, was in der Wiener Energie so vor sich geht und dass er es nur deshalb gezogen hat, dieses Mittel, um den Skandal zu vertuschen und möglichst zu schauen, dass die katastrophale Lage der Wiener Energie nicht an die Öffentlichkeit kommt. Und das Zweite ist natürlich die große Frage, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass die Wiener Energie als einziges Energieunternehmen in Österreich bis heute Milliardenkredite braucht, um weiterhin liquide zu sein. Und das Wichtige natürlich, was kann man daraus lernen, damit das in Zukunft nicht mehr passiert? Wie optimistisch sind Sie, dass diese Untersuchungskommission auch diese Fragen beantworten wird? Ob diese Untersuchungskommission so transparent und aufklärend arbeiten kann, liegt natürlich auch sehr stark an der SPÖ und vor allem auch an den NEOS, die sich ja Transparenz immer wieder auf die Fahnen schreiben. Denn was wir bis jetzt erlebt haben, auch schon wie es um das Thema der Untersuchungskommission gegangen ist, dass die SPÖ alles versucht, den Untersuchungsgegenstand möglichst einzuschränken, möglichst zu beschneiden, den Bürgermeister möglichst zu schützen, dass wir ihn nichts fragen dürfen. Und jetzt wird es natürlich spannend sein im Laufe der Untersuchungskommission, wie sich die SPÖ und auch die NEOS da verhalten. Aus unserer Sicht werden wir natürlich alles tun, und alle Mittel, die uns zur Verfügung stehen, auch anwenden, um zu Informationen zu kommen, um zu Unterlagen zu kommen und vor allem, um auch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was bei der Wiener Energie wirklich passiert ist. Ich habe auch schon vorhin mit Herrn Mara darüber gesprochen. Mit der Opposition funktioniert die Zusammenarbeit gut auch. Laut ihm sehen Sie das erstens auch so. Und zweitens, wie sollten sich denn die NEOS und vor allem die SPÖ jetzt im besten Fall verhalten? Ich glaube, die Rollen zumindest in den letzten Wochen waren klar aufgeteilt. Die SPÖ hat alles versucht, um den Herrn Bürgermeister zu schützen. Die NEOS haben irgendwie nicht gewusst, wie sie damit umgehen sollen. Die SPÖ hat sich so verhalten, als wären sie eigentlich weiterhin allein in einer Regierung. Und die Oppositionsparteien haben, finde ich, das gemacht, was sich die Menschen auch erwarten und was notwendig ist, nämlich dort zusammenarbeiten, wo es darum geht, für Aufklärung zu sorgen und auch die Bedingungen zu haben, überhaupt aufklären zu können. Und das werden wir aus unserer Sicht natürlich auch weiterhin machen, denn wir werden schon auch viel Kraft aufbringen müssen, die SPÖ da jetzt auch alle unternehmen wird, die Untersuchung möglichst zu beschneiden und einzudämmen, dass wir da auch ein ordentliches Gegengewicht entwickeln. Eine Frage noch, es wurde auch vorhin schon das Team vorgestellt während dieser Pressekonferenz. Warum wurde sich für diese drei Personen entschieden? Für uns war wichtig in der Untersuchungskommission, dass wir natürlich Profis haben, die hier auch an der Untersuchung arbeiten. Wir haben vier Personen gewählt, die auch viel Erfahrung haben mit den Wiener Stadtwerken, mit Transparenz und Kontrolle in der Stadt und die vor allem auch ihre Rolle als Oppositionspolitiker und Politikerin sehr ernst nehmen. Und die auch sehr wortgewaltig im Gemeinderat auftreten und auch sich nicht scheuen, dort hinzuschauen oder auch den Finger in die Wunde zu legen, wo es notwendig ist. Und das wird auch die Aufgabe sein in dieser Untersuchungskommission, all dem Tarnen und Täuschen der SPÖ mit einer guten, tiefgehenden Aufklärung zu begegnen.